Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Kane & Lynch Co-op Let's Play. Wir haben ein paar Justierungen vorgenommen. Ich sehe jetzt hoffentlich was. Und hoffentlich sieht der Stefan jetzt was. Gut. Gut. Weiter geht's. Alles klar? Ja, ja. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Ist er schon da? Ich sehe ihn nicht. Er ist schon da. Es wird Zeit. Du bleibst einfach hier und unternimmst nichts, bis ich es dir sage. Das wird schon. Sicher, sicher. Wir machen so ziemlich. Oh ja. Nur wir. Jetzt muss ich mich ja wieder alleine durchfalten. Aber ich gebe dir diesmal Deckung. Ich sehe überhaupt nichts. Nicht viel. Es ist ziemlich dunkel. Such einfach weiter. Ja, ja. Ich suche weiter. Siehst du jetzt besser was? Bleib ruhig, Mensch. Was zum Teufel meinst du damit? Ich bin ruhig. Bist du? Ich versuch's. Ich sehe das nicht, das ist ein Problem. Du bist da unten bei den tollen Garten, oder? Na, ich laufe jetzt auf die eine Brücke drauf. Ah ja. Ich glaube, ich komme von hinten aus deiner. Ach, da ist das. Das Problem ist, du musst dass mal ich. Gucken, ich glaube, auf den Brücken rundherum sind Leute. Wartet hier. Ich übernehme das Reden. Was zum Teufel ist da unten los? Alles okay. Nein, es ist nicht okay. Fuck. Wenn da unten ist, wo sind sie dann? Das war ein Verbündeter. Aber guck mal, ich habe getroffen. Ja. Schön. Entschuldigung. Aber ja, es war ein Verbündeter. Kann ich auch irgendwie ran? Hallo. Retomoto, ich wollte Sie persönlich treffen. Mr. Kane, ich habe es nicht gern, wenn man mich erpressen will. Sie haben keine Wahl. Sie wissen, ich töte Sie. Ich weiß. Aber wir sollten uns zusammensetzen und eine Lösung finden. Ich habe keine Zeit. Kane, warten Sie. Ich weiß das mit Miss Seven und Ihnen. Und ich weiß von Ihrer Tochter. Ich höre. Was ist da unten los? Lynch, halt den Mund. Entschuldigung. Was schlagen Sie vor? Hör auf zu verhandeln! Schnappt ihr einfach den verdammten Koffer! Hören Sie, wir kennen uns doch jetzt schon lange. Und ich glaube, in diesem Fall haben wir gemeinsame Interessen. Wir können beide nur gewinnen, wenn wir das schaffen. Ich meine es ernst! Mach einfach, was ich sage! Kann ich nicht mal die Klappe halten? Gibt es ein Problem? Nein, bleib stehen, du Schlampe! Sekunde! Verdammt, du verfluchte Schlampe! Bleib ruhig, verdammt! Die Kleine will nicht stillhalten! Bleib liegen! Lynch! Retomoto, nicht! Ich sehe von hier nichts, hilf mir! Ist da ein Feind? Ja. Cool. Du brauchst dein eigenes Zeug? Scheiße! Scheiße! Warum können sich die Verbündeten da nicht heilen? Ja, ich kann heilen, das muss reichen. Och nö. Das kann man bestimmt überspringen. Ja, ich hoffe. Retomoto, ich wollte Sie persönlich treffen. Ah. Retomoto, nicht! Ich sehe von hier nichts, hilf mir! Hilf mir jetzt durch! Hey, bei mir kommt da einer zu euch rein. Scheiße. Ich hatte einen Scharfschütze so an, wie sie aus. Ich muss nur auf die Brücken gucken rundherum, da sind überall Scharf. Also drei Stück, glaube ich. Okay. Nee, nee, oben die Brücke, die Autobahnbrücke. Ach so, die Autobahnbrücke. Okay. Ja. Geil. Du hast doch. Ist eh vorbei. Er hat mich getroffen. Aber du kannst, glaube ich, geheilt werden von der Verbündeten. Du hast mal einer macht. Nicht mehr. Das wäre zumindest was. Sind die eigentlich gelb? Damit man sie besser sieht. Warum zieht man sich als Scharfschütze gelbe Klamotten an? Retomoto, ich wollte Sie persönlich treffen. SK. Nee. Enter. Enter. Der klopft hier auf meiner Tastatur rum.
Ich sehe von hier nichts. Hilf mir! Scheiße! Hä? Ich hab... Boah! Ich ziehe voll auf den drauf. Ach jetzt. Du bist tot? Ja. Ja. Also meint er auch nicht. Weil wir auch nicht auf einmal dasteht. Hallo! Ich will mich jetzt einfach in die Ecke, bis ich einen Schaufelchen weg habe. Geh weg, du Symbol. Geh weg, du Symbol. Zwei. Aber wir haben sie alle. Ist sie wirklich tot, Mensch? Alles klar. Geh jetzt so. Treppe am Highway. Okay, ich geh jetzt so Treppe am Highway. Zu Kane weiter unten. Das machst du doch direkt mal. Ah. Sehr schön. Ups. Boah, wie ich meinen Controller halt nicht ziehen kann. Hm. Gut. Was ist mein Ziel? Da hin. Ach so. Oh, da kommen viele Gegner. Oh. Ja. Ah. Hey, die beschießen an mich. Die sind auch unfreundlich. Ich hab Motorradhelme auf, kann das sein. Keine Ahnung. Wow. In die Richtung. Wir schießen mich. Ich kann sie nicht töten. Doch. Schieß einfach so. Cool. Kannst nicht, oder du willst. Vielleicht will ich auch nicht töten. Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Eben. Vielleicht will ich auch nicht töten. Hm. Warum geht denn immer zurück, wenn ich schieße? Was war da oben los? Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Ist sie tot? Ich weiß nicht. Kann sein. Wow. Habe ich auf ihre Beine. Ich ziehe mich aber nicht auf die Beine. Oh. Echt mal. Ich hab doch nur auf ihre Beine gezielt. Ich hab genug. Scheiße! Oh. Ach, ich kann komplett runter zu dir. Hallo? Scheint wohl so. Müssen wir jetzt wieder hoch? Ja. Also ich müsste alle zum Auto bringen. Gar nichts richtig machen. Das war nicht mein Fehler. Wie war das? Alles lief bestens, bis du dein eigenes Ding abgezogen hast. Mit den ganzen Deals und so. Ich hab verhandelt, du dämlicher Idiot. Natürlich hast du das. Du bist ein Verräter. Oh. Warum sollte sich das ändern? Ich sollte dich auf der Stelle erschießen. Bleib ruhig. Wir können sie immer noch einholen und uns den Koffer schnappen. Es ist vorbei. Wir haben keine Zeit mehr. Ich hab noch Rauchgranate, glaube ich. Oh. Außer sehen. Oh ja, ich auch. Jetzt werfe ich nochmal einen zu. Oh, so ein Feuerwehrauto, wo du anbieten. Oder? Ist das unser? Hier drüben ist doch unser Weg. Guck mal hier. Bring alle zum Auto. Was zum Teufel ist los mit dir, Kane? Warum haben die auch nur so uncoole Waffen? Wir alle zum Auto bringen müssen. Ja. Ja. Seven an. Sag ihnen, ich komme. Sag ihnen, ich habe, was sie wollen. Ich muss es einfach riskieren. Ja klar, viel Glück dabei. Sie haben meine Familie, ich kann nicht weglaufen. Dafür sorge ich schon. Sobald ich dich übergeben habe, ist mein Job erledigt. Ich will nicht noch mehr Ärger. Du kapierst es einfach nicht. Du bist genauso tot wie ich. Du machst ja einen Krach. Und was soll das jetzt heißen? Ah. Ich habe ein Deal mit ihm. Ja, klar. Ihr verlogenen Verräter, ihr habt es versprochen! Hey, jetzt bin ich auch noch das Arschloch. Ja, endlich. Du könntest einer von uns werden. Was, endlich? Aufs Hack, komm gleich rüber. Ich
Wollen wir kurz Pause machen, was gerade geklingelt hat? Machen wir noch eins weiter. Gut. Meine Mutter kümmert sich darum, dass sie nicht reingeschoben kommt. Ah! Seine Tote ist, bekommst du seinen Platz. So, weiter geht's, Leute. Mitten. Ja, sicher doch. Hey, versteh mich nicht falsch, Kane. Ich bin verdammt froh, dass es so gekommen ist. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Ihr müsst meine Familie da nicht reinziehen. Sie kennen mich nicht mal. Hör auf. Ich habe deine jämmerlichen Entschuldigungen satt. Du hast versagt. So einfach ist das. Carlos, hilf du mir. Ich kann nichts tun. Das ist eine verdammte Lüge. Ich werde für eine schöne Beerdigung sorgen. Leb wohl, Kane. Was? Ihr verschwindet? Heute Abend geht's nach Havanna. Es läuft bereits. Ab jetzt übernimmt Mild. Deine Familie kommt in einer Stunde. Kann ich bitte mit Ihnen reden? Natürlich. Ah, das glaubst du doch nicht im Ernst. Blöder Arsch. Au. Sind die gemein. Beleidigen mich, treten mich. Einfach wieder hinlegen. Jenny, nicht weinen. Bitte. Auf die Knie. Warte, warte. Ich muss mit Ihnen reden. Ich hätte wissen müssen, dass du es warst, du selbstgefälliges Arschloch. Wie konntest du uns das antun? Wir hatten gerade ein neues Leben angefangen. Es tut mir leid. Hätte nie gedacht, dass sie euch finden. Alles wird gut. Vertrau mir. Jenny, bitte. Sieh mich an. Baby, ich hab dir geschrieben. Dir vertrauen? Warum bist du nicht einfach tot geblieben? Nein, warte. Ich muss mit Ihnen reden. Hi. Ihr verdammten Lügner! Hey, steh auf und kämpfe! Du hättest mich mit ihnen reden lassen sollen! Du hättest mich mit ihm reden lassen sollen! Hey, hör auf! Deine Vater! Krass. Und wer ist jetzt der Durchgeknallte? Hä? Lass das, du machst mir Angst! So. Beschütze deine Tochter. Scheiße. Schütze Kanes Tochter. Jenny, zieh den Kopf ein. Es ist noch nicht vorbei. Tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Ist noch gerade die Mutter gestorben. Vor was? Im Schützen? Ah. Kann sie uns nicht treffen. Boah. Ich hab einen getötet. Bin ich jetzt Skill oder was? Der hat eine andere Pistole. Toll. Hm. Wo kommt sie jetzt? Keine Ahnung. Ah. Von da oben. Wer war das? Wie viele von diesen Arschlöchern sind das? Leg sie um. Ich finde ja, dass bis jetzt die Stelle noch nicht so schwer ist. Als ich damals auf der Konsole gespielt habe, war die wesentlich schwerer. Hm. Aber ist ja auch noch nicht fertig. Vielleicht bist du aber auch einfach besser geworden. Ja, da oben ist ein Auto. Ein Auto. Ist cool, dass der mal anzeigt, von wo die kommen, wenn du dann auf die App drückst. Oh. Äußerst praktisch. Beide Ziele. Ui. Einer von euch hat die Waffe. Geht die Sonne gerade auf oder unter? Ich denke mal, die geht auf, oder? Ich hab ein MP. Du hast ein MP? Ja. Cheater.
Lass sie nicht an Jenny ran. Oh, von zwei Seiten. Oh. Dann kümmere ich mich um die linke Seite auf der Map. Das ist was zum Explodieren. Kann das explodieren? Wie jemand zucken, wenn man ihn beschießt. Das ist witzig. Stirb mir den nicht weg, du. Ah ja. Das hat ihn halt einfach mal nicht interessiert. Und BÄM! Zack, zack, zack. Yeah, yeah! Ich auch. Die anderen hauen ab. Ja, aber man weiß nie. Pass auf, ich muss mit meiner Tochter reden. Hätten wir das auch geschafft. Yay. Yay. Yeah. Bist du verletzt? Sieh mich an. Bist du okay? Ich habe versprochen, dass dir nichts passiert. Zeig mir dein Gesicht. Alles wird gut. Bitte. Ich lasse nicht zu, dass dir jemand was antut. Ich schwör's dir. Hey, was damals passiert ist, ich hab dir geschrieben. Hey, was? Hör mal. Bitte, du kannst nicht bei mir bleiben. Das ist zu gefährlich. Schöner. Geh. Alter. What the fuck? No, 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 no. Was haben die Drohnen für Wort nicht getan? Das dauert immer ganz schön lange, bis man dann endgültig tot ist. Ja, irgendwie. Hallo? Ah, Jenny ist tot. Traurig, aber wahr. Die anderen hauen ab! Ja, aber man weiß nie. Pass auf, ich muss mit meiner Tochter reden. Bist du verletzt? Sieh mich an. Bist du okay? Oh nö. Ich hab versprochen, dass dir nichts passiert. Oh, jetzt können wir die Szene nicht überspringen. Ja, das ist toll. Alles wird gut. Bitte. Ich lasse nicht zu. Ja, dann hör doch auf. Ich schwör's. Was? Das geht auch jetzt nicht weg. Was passiert ist. Es ist aber. Ist doch. Ich will uns das jetzt immer angucken. Das wäre aber doof. Bleiben. Das ist zu gefährlich. Jetzt geh! Geh! Das ist aber ein großes Ding. Ich habe ein großes Duft. Weil ich nicht treffe. So, es müssen ja jetzt auch von... Vielleicht sind die dadurch gestorben. Weil wie sie einfach ankommen und da reinschießen wollen. Guck mal, der wendet ein bisschen. Ich glaube, der will hier nochmal drüber fahren. Schieß mal in die Fahrerkabine, so gut es geht. Das bin ich lange schon. Schwein gehabt. Neben dir war einer. Wird den jetzt getötet oder nicht? Hier draußen liegt noch ein bisschen was. So, hast du noch eine Pistole? Nein, mein. Oh, oh, oh. Aber wow, was ist die? Weil der muss einfach nur mal mit dem Reifen hier durchfahren. Ach, so schlau sind die nicht. Weil man hat ja die Polizisten vorhin gesehen. Oh, da ist er wieder. Ich glaube, wir haben ihn kaputt gemacht. Bist du, wenn ich sie jetzt erschieße? Nein! Ja. Ja, verschwinde einfach. Oh oh. Die wollte mich überfahren. Das hast du verdient. Dumme Kuh. Weil die ist deine Tochter. Wenn ich sie beschießen. Wow. Bin ich nicht ein guter Bodyguard? Ach Quatsch. Deine Brille. Die ist heiß. Sie einfach wegzuschicken. Hatte ich denn eine andere Wahl? Ich weiß nicht. Hör zu. Ich muss Dinge tun, die sie nicht sehen sollte. Also sei still. Hilf, meine Frau zu tragen.
Oh. Hier ist doch genug Erde. Oh. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Und es tut mir leid, dass ich noch lebe. Ich schwöre. Ich werde sie finden, bevor sie Jenny finden. Ich töte sie, bevor sie etwas antun. Gut. Gemacht. Was ist denn das? Eine Liste. Mit toten Männern wie mich, die das Seven zerstört hat. Sie wollen Rache und außer ihnen wird mir niemand helfen. Ich sollte auch auf der Liste stehen. Von wegen. Du willst keine Rache? Du willst nur am Leben bleiben? Du egozentrisches Arschloch. Ich lass dich erst aus den Augen, wenn The Seven und Retomoto tot sind. Ich weiß nicht, ob ich... Finde dich damit ab. Hör mal, meine Frau wurde vor 5 Jahren ermordet. Damals habe ich nichts unternommen. Aber diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Ich will sie genauso töten wie du. Wie du meinst. Steig ein. Die Männer, die wir brauchen, sind ganz in der Nähe. Yeah! Gut. Du weißt, wo sie sind? Zum Teil. Die meisten sind tot. Einige konnten wir nicht finden. Ein paar sitzen in einem Gefängnis hier in der Nähe. Was, du willst sie rausholen? Wir sind doch selbst gerade erst rausgekommen. Ey, willst du jetzt mitkommen oder nicht? Die Typen sind alle in einem Zellenblock. Das geht ganz schnell. Ich weiß nicht. Ich brauche mehr Pillen. Du wirst sie nicht mehr lange brauchen. Yeah! So, Leute. Ein weiterer Part ist zu Ende geschafft, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir hören uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Tschüss.